Die exklusivste VW-Sammlung neben derjenigen der Stiftung Automuseum in Wolfsburg gehört Traugott Grundmann. Der gelernte Dachdeckermeister sammelt gemeinsam mit seinem Sohn schon seit 33 Jahren wertvolle Volkswagen. Derzeit umfasst die Sammlung 55 Fahrzeuge, alle älter als 50 Jahre. Um Grundmanns außergewöhnliche Leidenschaft für Kraftfahrzeuge zu verstehen, bedarf es einer Reise in die Vergangenheit. Das hat eigentlich schon angefangen zu der Zeit, als ich noch aufs Gymnasium ging. Man wollte ein Auto fahren, es war kein Geld da. Also hat man sich das genommen, was man kriegte. Am günstigsten waren zu der Zeit diese Käfer. Da flogen genug von rum. Und das Problem war, das Auto war laufend kaputt. Also musste man sich selber was einfallen lassen, sprich selber reparieren. Und das Schöne an dem Käfer ist, dass man viel selbst machen kann. Dann kam ich nach Amerika und sah lauter alte Käfer rumfahren. Und da ist die Leidenschaft wieder aufgeflackert. Da habe ich gesagt, so ein Auto musst du ihr besorgen. Und dann kommen wir schon zu diesem Wagen. Den habe ich dann in San Diego auf einem Schrottplatz gefunden und habe mich dann bemüht, dieses Auto wieder herzurichten. Und dieses Auto habe ich dann nach meiner Amerika-Zeit mit nach Deutschland gebracht und irgendwann das in Deutschland verkauft. Und in diesem Jahr habe ich dieses Auto wieder gefunden. Das muss natürlich wieder in die Sammlung kommen. Ein besonderes Faible hat Grundmann für Autos mit niedrigen Produktionsnummern. Unter anderem besitzt er das allererste zweisitzige Hebmüller Cabrio von 1949. Insgesamt wurden nur 696 von diesen edlen Käfern produziert. Hier haben wir noch ein besonderes Stück in dieser Sammlung, und zwar ein VW Hebmüller, Baujahr 1949. Hebmüller ist ein Karosseriebauer gewesen, der in Wuppertal Karosserien auf VW-Fahrgestell gebaut hat. Und mit diesen Fahrzeugen haben wir in diesem Jahr einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nämlich wir hatten 29 Fahrzeuge dieses Typs in Hessisch-Oldendorf. Und zwar hier bei unserem 5. internationalen Käfertreffen. Und je mehr wir veranstaltet haben, je mehr Besucher wir hatten, desto größer wurde die Anforderung. Und jetzt sind wir am größten internationalen Käfertreffen angelangt in der Zwischenzeit. Rekorden und Superlativen begegnet man in den heiligen Hallen des Oldie-Spezialisten auf Schritt und Tritt. Doch einen eigenen Raum haben nur die Romet-Schätze. Das Design dieser handgefertigten Coupés und Cabrios war seinerzeit bahnbrechend. Das ist eine Karosseriefabrik aus Berlin, die in den 50er Jahren auf dem VW-Fahrgestell eine Aluminiumhaut gesetzt hat. Und das sind diese schönen Karosserien, die Sie sehen. Die waren für die deutschen Verhältnisse zu teuer. Deswegen wurde eine Außenstelle in Los Angeles gegründet. Und in dieser Außenstelle wurden dann Autos an Gregory Peck und Audrey Hepburn zum Beispiel verkauft. VW sah das nicht so gerne. Das heißt, die haben auch von VW keine Fahrgestelle bekommen. Deswegen wurden die ganzen Mitarbeiter verhaftet, Käfer zu kaufen. Und diese Käfer hat dann die Karosseriefabrik Romet gekauft, die Karosserie abgehoben, verkauft und aus dem Fahrgestell die anderen Autos gebaut. Bei all diesem Luxus übersieht man fast den größten Schatz im Raum. Die Überreste eines wahrlich originalen Käfers. Ein Prototyp von Porsche für VW. Diesen VW Typ 38, den Sie jetzt hier sehen, den haben wir aus Königsberg bekommen. Den hatte ein Käfersammler aus Litauen gefunden. Das ist alles noch handgedengeltes Blech und man kann hier an bestimmten Details erkennen, dass das also noch Originalblechteile sind. Und diese müssen jetzt natürlich konserviert werden und wir müssen sehen, was können wir erhalten, was müssen wir neu machen und das, was fehlt, müssen wir wiederherstellen. Beim Restaurieren ist Traugott Grundmann extrem penibel. Möglichst jedes Einzelteil bleibt original oder entspricht zumindest dem Original 1:1. Was es nicht mehr gibt, wird selbst hergestellt. Wir haben das Glück, dass wir die alte Karosseriefabrik Romet haben ausräumen dürfen, sodass sie alles, was Sie hier sehen, an Arbeitsgerät aus Berlin kommt und die Autos, an denen wir arbeiten, zurzeit an denselben Maschinen seinerzeit gefertigt wurden. Das sehen wir auch an diesem Fahrzeug. Das ist ein ganz besonderes Fahrzeug, von dem gibt es nur noch eins weltweit, ein Romet Coupé, Baujahr 1951. Sie sehen, es wird alles hier mit der Hand gemacht und das ist auch das Schöne dabei, dass man durch Handarbeit zeigen kann, was man kann und dem Ganzen wieder eine Form geben kann. Und das dauert bei einem solchen Fahrzeug mehrere Jahre. Wieso investiert man so viel in ein paar alte Autos? Das ist wie so eine Krankheit. Man sieht ein Auto, das gefällt einem, man sieht das nächste Auto, das gefällt einem. Und dann möchte man natürlich neben einem Cabriolet ein normales Coupé haben. Dann hat man das normale Coupé, dann findet man wiederum eine Sonderkarosserie. Und so wächst und wächst und wächst und unbemerkt wird die Zahl immer größer. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, Klasse gegen Masse.
Egal, ob die Sammlung von Traugott Grundmann noch weiter wächst oder nicht, eines steht fest. Den Rang der exklusivsten VW-Sammlung wird ihm so schnell keiner ablaufen.